wenn der Bürgermeister, der Stadtrat, der Dienstführende des Roten Kreuzes und der Feuerwehrkommandant höchstpersönlich auf der Bühne ein Liedchen trällern, dann ist garantiert für gute Stimmung am Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Traun gesorgt. Und gerade wegen der bekannt guten Stimmung kommen die Gäste jedes Jahr in Scharen, sogar von weit, weit her. Wir waren voriges Jahr hier und das war so eine gute Gastfreundschaft. Und da wir jetzt nach der Steiermark fahren, da haben wir gesagt, machen wir einen kurzen Abstecher und fahren hier nach Traun. Und vorher sind wir noch in Linz gewesen, weil ich 42 in Linz geboren bin. Und da haben wir Linz noch mitgemacht und dann wollten wir hier die Feuerwehr noch mal echt überraschen. Aber auch Besucher aus der Umgebung wissen, dass die Freiwillige Feuerwehr Traun Feste feiern kann. Das ist ganz super. Also ich komme jedes Mal hier, wenn es geht. Ja, die ganze Atmosphäre, die ganzen Leute, man trifft wieder so sämtliche Leute. Die Musik ist auch sehr schön. Und das Essen ist auch ausgezeichnet. Ich glaube, der Steckelfisch riecht gut. So denken auch viele andere Hungrige. Und die Schlange der Wartenden bei den Steckelfischen wird immer länger. Und wer endlich diese heiß begehrte Köstlichkeit ergattert hat, lässt sie auch nicht wieder aus. Hoppala, na vielleicht hätte dieser Herr lieber Bratwürstel essen sollen. Auch die sind wie immer äußerst empfehlenswert. Und wer Fleischloses bevorzugt, muss auch nicht hungern. Und dann gibt es auch noch Kaffee und Kuchen, hausgemacht. Ja, nach eigenen Rezepten. Und was wird in den heimischen Küchen so alles vorbereitet? Ja, man macht dann schon mal ein bisschen bessere Kuchen, also wie Bärentorte oder Malakoff-Torte und solche Sachen mit was ein bisschen. Und unter anderem auch Kuchen. Das bedeutet natürlich viel Arbeit, diese Leckereien herzustellen und das Tage vor dem Fest. Eigentlich 2 Tage vorher, dass man mal, also die Creme, die kann man nicht so bald machen, die machen meistens einen Tag vorher und dann gibt es im Kühlschrank. Und die anderen, das ist nicht so tragisch, weil da ist eh nur ein normaler Kuchen, der kann nicht schlecht werden. Viel Arbeit haben auch die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Traun mit den Vorbereitungen zum Sommerfest. Dazu kommen noch die Einsätze, die die Wetterkapriolen der letzten Tage verursacht haben. Aber das Sommerfest bedeutet dann doch Entspannung, oder? Ich finde einfach, dass wirklich eine Entspannung ist. Es ist zwar sehr der Stress und dann die Entspannung, aber meine Jungs, die arbeiten wirklich, ich sage jetzt einmal blöd, Tag und Nacht, aber das Festl möchte man nicht auslassen, weil es einfach ein schönes Festl ist. Jetzt. Es kommen viele Leute, schauen sich ein wenig die Feuerwehr an, das ist ganz wichtig für uns. Genau das denken die Besucher auch. Tragt dazu bei, dass man die Öffentlichkeit ein wenig informiert über die Aufgaben und Tätigkeiten und fördert das Beisammensein von der Bevölkerung und der Feuerwehr. Bei diesem Fest kann man sich übrigens auch gleich über die neue Garage informieren, deren Bestimmung auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen ist. Also es werden 3 Autos reinkommen, die Kommandofahrzeuge und wahrscheinlich ein Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung wird reinkommen. Dass wir es diesmal ein wenig zweckentfremdet haben zu ein paar, gehört einfach dazu. Meine Jungs haben sich voll gefreut, dass sie mal aus der Garage ein paar machen können und das kommt voll gut an. So gut, dass sogar der vierbeinige Liebling mitkommen darf. Sie darf fast überall mit hin, ja. Indem das so leicht zum Transportieren ist und nicht den Weg ist und nicht auffallen kann und beißen kann. Vielleicht hat dieses Hündchen ja sogar Chancen, in die Hundestaffel zu kommen. Obwohl, dieser kleine Mann hat allerdings reelle Chancen, einmal der Freiwilligen Feuerwehr anzugehören und neben all den Aufgaben, die es zu bewältigen gibt, auch das Sommerfest mit zu organisieren. Die Feuerwehr ist nicht ein Beruf, das ist eine Berufung. Wir sind das ganze Jahr gefordert und das Fest ist eigentlich ein Dankeschön an die Bevölkerung, dass sie uns auch unterstützt. Ob das ist dann hinten noch bei den Einsätzen, wenn wir in eine Sammelaktion aufgerufen wird. Und wir von der Feuerwehr, die ja alle freiwillig ihren Dienst verrichten, ja, sind froh, wenn man sieht, dass beim Fest die Bevölkerung kommt und auch hinter uns steht. Und das ist der Zweck und wir hoffen, dass das in Zukunft so klappt. Ob die letzten Gäste in den frühen Morgenstunden dann auch so freiwillig gegangen sind, ist nicht bekannt. Aber sicher ist, dass man im nächsten Jahr wiederkommt.